Sie saß mit ihrem Sohn im türkischen Gefängnis, die deutsche Journalistin Meşale Tolu. Jetzt ist sie wieder in Deutschland und wir hatten Gelegenheit, mit ihr das erste große Fernsehinterview zu führen. Unter anderem über die Frage, ob es richtig ist, den türkischen Präsidenten Erdogan Ende des Monats hier in Deutschland mit militärischen Ehren und einem Staatsbankett zu empfangen. Immerhin den Mann, der noch vor einem Jahr der Bundesregierung Nazi-Methoden vorwarf. Das Thema bei Sandra Maischberger. Roter Teppich für Erdogan. Ist das die richtige Türkei-Politik? Unsere Gäste. Die deutsche Journalistin Meşale Tolu, die 7 Monate in einem türkischen Gefängnis saß. Günter Wallraff, der Enthüllungsreporter, kritisiert, dass Erdogan von der Bundesregierung hofiert werde. Er sagt, diesen Despoten empfängt man nicht mit aller Ehrerbietung. Der CDU-Außenpolitiker Elmar Brok widerspricht. Wir haben schon viel schlimmeren Staatsoberhäuptern den roten Teppich ausgerollt. Cidem Akyol, die Erdogan-Biografin, warnt davor, ihn als Diktator zu bezeichnen. Allerdings habe es der türkische Staatspräsident geschafft, dass aus der Türkei ein Land der Angst geworden sei. Der WDR-Moderator Erkan Arikan erklärt die Begeisterung vieler türkeistämmiger Erdogan-Anhänger in Deutschland. Von den deutschen Politikern fühlen sie sich nicht vertreten. Und später zugeschaltet Clemens Fuest, der Chef des IFO-Instituts, warnt vor dramatischen Folgen der schweren Wirtschaftskrise in der Türkei. Einen schönen guten Abend und schön, dass Sie bei uns sind heute Abend. Herr Brok, Erdogan kommt nach Deutschland. Könnte man eigentlich erwarten, dass er sich vorher öffentlich für die doch zahlreichen Nazi-Vergleiche entschuldigt, mit denen er die Bundesregierung und die Kanzlerin überzogen hat? Nur macht es in der letzten Zeit in der Praxis fast täglich. Denn in einer Wirtschaftskrise hat er festgestellt, dass er ohne die Europäer nicht leben kann. Er hat mir selbst mal gesagt, 2/3 der wirtschaftlichen Direktinvestitionen der Türkei kommen aus der Europäischen Union. Aber ich habe noch nicht gehört, dass er gesagt hätte, liebe Frau Merkel, es tut mir leid, dass ich Ihnen Nazi-Methoden vorgeworfen habe. Also Sie müssen wissen, ein türkischer Macho wird sich nicht bei einer Dame entschuldigen. Ein Präsident bei einer Kanzlerin, kann man das erwarten? Das wird im Gespräch sicherlich in einer gewissen Weise laufen, aber dass er jetzt ein Kotau macht, ist, glaube ich, von einem türkischen Politiker in dieser Weise nicht zu erwarten. Und das sollte man auch nicht zur Bedingung machen. Finden Sie? Okay. Ich bin realistisch. Also ich würde mich freuen, aber ich rechne nicht damit. Frau Akyol, ein türkischer Macho macht sowas nicht. Sie sind eine Kennerin von Recep Tayyip Erdogan. Sie haben eine Biografie über ihn geschrieben. Sie kennen also Charakter und Werdegang. Ist das so? Man kann von einem solchen Mann nicht erwarten, dass er sich öffentlich entschuldigt? Also das Wort Macho würde ich nicht benutzen, aber ich gehe nicht davon aus, dass Erdogan sich öffentlich entschuldigt. Das ist nicht seine Art, sich zu entschuldigen. Er wird jetzt, wenn er nach Deutschland kommt, wird er einen Schmusekurs halt einfahren, einkehren. Aber eine öffentliche Entschuldigung, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Hinter verschlossenen Türen? Hat er eigentlich ein Bewusstsein dafür, dass das eine harte Beleidigung war, gerade in Deutschland einer Kanzlerin Nazi-Methoden vorzuwerfen? Das ist ihm sicherlich bewusst, aber da muss man dazu sagen, also dass Nazi-Vergleiche, Hitler-Vergleiche in der Türkei nicht so außergewöhnlich sind. Also diese Titelbilder, die wir in der Türkei gesehen haben, Merkel halt mit einem Hitler-Bärtchen, nicht? Das hat es immer wieder mal gegeben, auch mit anderen Politikern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erdogan hinter verschlossenen Türen zu Frau Merkel sagen wird, es tut mir leid. Mhm. Herr Arikan, die deutschen-türkischen Beziehungen, könnte man so sagen, sind zerrüttet. Jetzt sehen wir, Heiko Maas ist heute in Ankara. Der türkische Staatspräsident kommt nach Deutschland und Meşale Tolu wurde freigelassen. Mhm. Glauben Sie, das ist ein Zeichen dafür, dass die Beziehungen sehr, sehr viel besser werden in kürzester Zeit? In kürzester Zeit würde ich nicht sagen, aber ich glaube, das ist erst mal ein Anfang. Es ist wichtig, dass Meşale Tolu die Ausreise gestattet wurde, dass sie aus der Türkei rauskommen durfte. Es ist wichtig, dass der Außenminister nach Ankara geflogen ist und gerade morgen an einem Donnerstag in Istanbul eine Schule ehrt, die 150 Jahre jetzt bestehen hat. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, das ist jetzt ein Anfang. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, diese Besuche sind mit der Kanzlerin und mit Recep Tayyip Erdogan ja abgesprochen worden. Es war ja von vornherein klar, dass sowas stattfindet. Mhm. Das soll aber auch signalisieren, meiner Meinung nach, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei wieder, ich sage es in Anführungszeichen, normalisiert werden sollen. Und es soll auch signalisieren, hallo Europa, wir sind da, wir wollen noch was von euch, so ungefähr.
Was genau werden wir auch nachher besprechen, Herr Wallraff. Sie waren einer der Prozessbeobachter bei dem Prozess gegen Meşale Tolo in Istanbul. Nun ist sie freigelassen, nicht freigesprochen worden. Der Prozess geht ja weiter. Haben Sie das Gefühl, aber diese Freilassung alleine schon ist ein Zeichen dafür, dass möglicherweise die Türkei einen neuen Weg geht in Bezug auf Menschenrechte? Das ist eine Freilassung. 7 andere sitzen noch ein. 2 Kölner, deutsche Staatsbürger und 150 türkische Kollegen, Journalisten, Schriftsteller, zigtausende politische Gefangene. Das heißt, ein Regime, was eigentlich auf Willkür, und hier Macho ist wirklich eine Verharmlosung. Ja? Ein Despot, der auch unberechenbar ist. Da hat er auch mit Trump Ähnlichkeiten, ja? Die sich da einander verkeilt haben. Er wird sich sicher nie entschuldigen, das sieht überhaupt keinen Grund. Er braucht aber im Moment deutsche Hilfe. Und von daher sind diplomatische Beziehungen sicher wichtig. Dass er hier empfangen wird, nichts dagegen. Nur man sollte ihn nicht hier mit diesen Ehren empfangen. Das würde er umgekehrt ja auch nicht. Und von daher sollte man das alles auf einer Ebene halten und nicht jetzt sich da unterwerfen. Aber sonst, das sieht er als Schwäche. Das wollen wir gleich thematisieren. Aber die wichtige Frage ist, also die Freilassung sehen Sie nicht als ein Zeichen dafür, dass sich wirklich fundamental etwas bewegt in der Türkei, sondern das ist was, ja, ein Friedensgeschenk kurzfristig für Deutschland? Das sind Geiseln, die genommen wurden und auch weitergenommen werden. Willkürliche Verhaftungen. Mhm. Ja. Unter Terrorverdacht kommt sofort jemand. Er hat ja selbst diejenigen, die beim Referendum dagegen stimmten, und das waren ja nur sehr viele, die hat er als Terroristen bezeichnet. Jetzt kann er jeden, den er ausschalten will, als Terrorist bezeichnen. Er wird jetzt weitere unter Umständen freilassen. Aber es gibt hier in Köln einen sehr engagierten Abgeordneten, ortspolitischen Sprecher und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rolf Mützenich, dem ich heute noch lange gesprochen. Der hat sich bemüht, auch im Vorfeld dieses Besuchs wenigstens Besuchserlaubnis zu bekommen für Adi Demirci, hier ein Kölner Sozialarbeiter, der ohne Grund willkürlich da jetzt seit 5 Monaten festgehalten wird. Zum dritten Mal ist ihm das abgelehnt worden. Mhm. Ja, was sollen wir davon halten? Wir dürfen uns nicht einfach jetzt hier vorführen lassen. Ja. Das ist die eine Situation, über die wir gleich reden werden. Tatsächlich ist der Fall von Meşale Tolo einer gewesen, der sehr viele Menschen hier in Deutschland sehr bewegt hat. Sie war monatelang im Gefängnis, sie ist jetzt wieder in Deutschland. Und ich hatte die Gelegenheit, gestern Abend mit ihr in Berlin zu sprechen. Vorher aber noch einmal ihr Fall in einer kurzen Zusammenfassung. Zurück in Deutschland, Meşale Tolo, letzte Woche in Stuttgart. 7 Monate hatte die deutsche Journalistin 2017 in einem türkischen Gefängnis gesessen. Zusammen mit 24 anderen Frauen in einer Zelle und ihrem damals 2-jährigen Sohn. Der Vorwurf gegen Tolo: Terrorpropaganda und die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Die 33-Jährige hier mit ihrem Ehemann hatte in Istanbul für eine Nachrichtenagentur gearbeitet. Ende 2017 wird sie unvermittelt aus dem Gefängnis entlassen, muss jedoch in der Türkei bleiben. Im August die überraschende Nachricht: Meşale Tolo darf mit ihrem Sohn nach Deutschland ausreisen. Das Strafverfahren ist noch nicht beendet. Der Prozess soll im Oktober fortgesetzt werden. Und Meşale Tolo will vor Gericht erscheinen. Frau Tolo, ich freue mich sehr, dass das Gespräch heute funktioniert. Sie sind am Sonntag vor einer Woche in Stuttgart gelandet. Haben Sie da das erste Mal das Gefühl gehabt, jetzt bin ich in Sicherheit? Ja, eigentlich schon. Mhm. Aber es war natürlich sehr ungewohnt. Und die Eindrücke, die ganzen neuen Eindrücke, muss man erst verarbeiten, denke ich. Ich glaube, die erste Nacht war es eigentlich. Mhm. Zu Hause wieder bei Papa. Da ist es dann erst richtig deutlich geworden. Genau, für Sie. Ja, natürlich. Konnten Sie schlafen? Nein, ich kann immer noch nicht schlafen. Also ich wache nachts sehr oft auf, weil eben die Situation immer noch nicht vorbei ist für mich. Es geht noch weiter. Und das Ungewohnte ist einfach noch nicht vorüber. Ich brauche erst meinen eigenen Alltag, meine eigene Wohnung. Und erst dann, denke ich, wird alles sich regeln. Sie haben Ihren Sohn dabei. Ich habe ihn ganz kurz nur von der Seite gesehen. Der hat mit Ihnen viel durchgemacht. Können Sie schon sagen, ob das Spuren hinterlassen hat bei ihm? Ist er anders? Ja, ich denke, Ihre Kollegen haben es gespürt, dass es Spuren hinterlassen hat. Weil wenn er mich nicht sieht, oder wenn er aufwacht und Mama ist nicht da, dann fängt es direkt an. Also die Trennungsangst und auch Verlustängste hat er einfach. Und das spürt man immer wieder. Und leider erinnert er sich auch an die Gefängniszeit. Mhm. Das kommt immer wieder mal, wenn er irgendeinen Gegenstand sieht, dass er im Gefängnis gesehen hat oder ein Lied hört, dann sagt er sofort: Mama, da waren wir doch im Gefängnis und da kam doch dieses Lied im Fernseher.
dann erinnert sie sich an die Zeit und sagt dann, du gehst da nicht mehr hin, oder? Mhm. Und so erinnern wir uns immer wieder dran. Der Schock, der erste, muss die Nacht der Verhaftung gewesen sein. Das war am 30. April im letzten Jahr. Mitten in der Nacht, wie ist das gewesen? Ja, also ich bin ja, wie gesagt, ich habe einen ganz leichten Schlaf. Ich wache sehr oft auf. Mhm. Und in der Nacht bin ich eigentlich auch aufgewacht, um 3 Uhr morgens. Bin wieder eingeschlafen, natürlich ganz normal. Und um 4:30 haben sie an meiner Tür gehämmert und sind sehr gewalttätig in meine Wohnung. Wer ist sie? Also wer war das? Ja, das war die Antiterroreinheit mit Spezialkommandos. Die Straße war abgeriegelt durch Spezialkommandos, wie gesagt. Und etwa 10 Beamte sind einmarschiert in meine Wohnung, maskiert, schwer bewaffnet und haben mich direkt zu Boden geworfen. Einer hat sich auf mich draufgesetzt. Und trotz der Aufforderung, sie sollen bitte nicht so radikal vorgehen, weil ich einen Sohn habe, der schläft, der ist noch sehr klein, sind sie in sein Schlafzimmer auch bewaffnet, mit der Waffe auf ihn draufgerichtet, einmarschiert, haben das Licht aufgemacht, das Kind ist sofort aufgewacht, voller Ängste natürlich, ist raus aus dem Bett gesprungen und hat das Erste, was er gesehen hat, war die Waffe und das Zweite, dass Mama auf dem Boden liegt. Und er war 2,5. Damals 2,5, genau. Und dann 3,5 Stunden diese Menschen sehen. 3,5 Stunden, was haben die da gemacht in der Die haben 3,5 Stunden die ganze Wohnung umgeworfen. Durchsucht. Nach Beweismitteln gesucht, nach verschiedenen Dingen gesucht und haben natürlich gar nichts gefunden, weil in einer Wohnung mit Kind, ich weiß nicht, was sie sich erhofft haben zu finden, aber es wurde auch eben gesagt, nichts gefunden, aber dennoch wurde die ganze Wohnung runtergenommen. Kinderzimmer, Küche, alles eigentlich. Und Sie waren in der ganzen Zeit mit dem Sohn in der Wohnung? Ich durfte nicht mal dabei sein, als sie mein Schlafzimmer kontrolliert haben. Normalerweise, rechtlich gesehen, müssen sie mich in jedes Zimmer lassen. Ich muss dabei sein. Ich weiß ja nicht, ob sie mal mit mir was in die Wohnung legen. Mhm. Mich haben sie nicht mitgenommen. Ich musste die ganze Zeit im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen mit dem Kind. Mhm. Ein Beamter mit der Waffe stand direkt vor mir und hat darauf gewartet eben. Und die Wohnung wurde 3,5 Stunden eben durchsucht. Wie ist er mit ihm umgegangen? Wie mit jemandem, der im Prinzip schon verurteilt ist? Oder wie, ist es ihm vorgekommen? Ich war direkt eine Terroristin für sie, weil ihr Befehl war, diese Terroristen mitzunehmen. Ich war eine deutsche Agentin und Spionin. Mhm. Weil sie haben, das hat man ihnen gesagt? Die haben dort erst eigentlich gesehen, dass ich nur deutsche Staatsbürgerin bin. Das wussten die nicht. Dort haben sie meine Ausbürgerungsurkunde gesehen, die türkische Ausbürgerungsurkunde und meinen deutschen Pass. Und dann haben sie gesagt, aha, haben wir hier eine Agentin, eine deutsche Spionin. Und da hat eigentlich direkt angefangen, die Schikane mit Beleidigungen, Bedrohungen. Mhm. Ja, und 3,5 Stunden lang ging das. Und dann hat man sie mitgenommen, wussten sie wohin? Ja, also ich wusste wohin, weil ich ja darüber sehr viel Bericht erstattet hatte. Man weiß, dass die Antiterroreinheit auf der Watanstraße ist. Und ich wusste, dass ich dorthin gebracht werde. Und Ihr Sohn, was war mit dem in diesem Moment? Ja, ich durfte niemandem Bescheid geben, weder Anwälte noch Familie. Meine Nachbarn waren dabei bei der Hausdurchsuchung. Das ist Gesetz, dass jemand Neutrales dabei ist. Kannten Sie die Nachbarn? Ja, aber nur durch Hallo und Tschüss. Ja, genau, also nicht wirklich sehr. Und ich musste eben meinen Sohn bei diesen Nachbarn zurücklassen. Und ich habe dann den Nachbar darum gebeten, dass er die Familie anruft. Wie kann man einem 2,5-Jährigen bei fremden Menschen lassen? Wie hat der das aufgenommen? Ja, also ich war sehr erstaunt, wie mein Sohn das einfach geschafft hat. Weil mein Sohn ist ein Kind, der sehr gebunden ist an mich und eigentlich nie irgendwo hingeht ohne mich. Ich habe meinem Sohn, ich hatte nur eine Sekunde, ich habe mich kurz umgezogen, weil die 3,5 Stunden musste ich mit Pyjama dort sitzen, vor den ganzen Beamten. Mhm. Ich hatte nur ganz kurz Zeit, mich umzuziehen und da habe ich meinem Sohn erklärt, dass er abgeholt wird, dass Opa kommt und er soll bitte heute einfach bei den Nachbarn warten. Es kommt sofort jemand. Und mein Sohn hat es irgendwie, ich weiß nicht, es hat einfach geklappt. Ich denke, er hat die Situation einfach begriffen, dass es willkür, also dass es nicht in meiner Hand lag, dass etwas von außen einfach geschieht. Und mein Sohn hat einfach an dem Tag, ist zu dem Nachbar gegangen. Hätte ich nie erwartet. Er hat wirklich Größe gezeigt, muss ich sagen. Mhm. Er ist zum Nachbar gegangen und unten, als ich dann runtergeführt wurde, durch das ganze Treppenhaus wurde ich durch 2 Beamten an den Armen, sind wir runtergegangen. Er hat mich dort noch mal gesehen, wie ich abgeführt wurde. Er hat nicht geweint, er hat nur geschaut. Also ich musste weinen, aber er hat nicht geweint. Ja.
Dachten Sie, als Sie von der Polizei mitgenommen wurden, von der Terroreinheit, das ist schnell vorbei, das klärt sich schnell? Oder hatten Sie eine Ahnung, das kann kompliziert werden? Ja, ich hätte ja nie erwartet, dass so etwas passiert. Als Sie mich auf den Boden gedrückt haben, haben Sie gefragt, wie ich heiße. Dann habe ich mich eben gesagt, wie ich heiße. Und dann haben Sie gesagt, so, die Verdächtige wurde hier identifiziert, die wird mitgenommen. Und ich dachte, oh mein Gott, das kann nicht sein. Wie kann ich bloß auf einmal Verdächtige sein? Und ja, ich dachte, okay, wenn die so weit gegangen sind, dass sie eine Frau mit Kind nachts überfallen, dann wird das wahrscheinlich Konsequenzen haben und es wird lang dauern. Wie lange hat es gedauert, bis Sie Kontakt hatten zu dem deutschen Konsulat oder den deutschen Behörden, die ja dann auch irgendwann mal informiert wurden oder dann mitbekamen, dass Sie verhaftet sind, zu Ihrer Familie, Anwälten? Also Anwälte gingen relativ schnell. Am ersten Tag haben die Anwälte sofort mitbekommen, dass ich in Polizeigewahrsam bin, durch meinen Vater. Die Anwältin ist direkt auch zum Polizeipräsidium gekommen und wir haben uns ausgetauscht. Aber zum deutschen Konsulat hatte ich erst im Gefängnis und auch sehr spät. Also 7 Tage war ich in Polizeigewahrsam, 10 Tage im Gefängnis. Und erst dann haben die mitbekommen, dass ich inhaftiert wurde, erst nach 17 Tagen. Normalerweise werden die deutschen Behörden informiert, dass es hier offensichtlich durch das Wiener Abkommen. Und unterblieben am Anfang, ja. Genau, das haben sie eben nicht eingehalten. Auch am Anfang wurde der Kontakt ihnen verwehrt. Ich denke, erst nach 4 bis 6 Wochen hatte ich den ersten Kontakt zum deutschen Konsulat. Wir haben das gerade gehört. Sie sind in einer Zelle mit 24 anderen Frauen. Wie groß ist so eine Zelle? Wie muss man sich da die Zustände vorstellen, Hygiene, all das, was dazugehört? Also es ist eine Gemeinschaftszelle, 2 Stockwerke. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, der relativ groß ist. Aber dann gibt es natürlich 12 Zellen, kleine Schlafzellen. Etwa 8 Quadratmeter und da ist man zu zweit jeweils. Ich war mit meinem Sohn in einer solchen Schlafzelle, wie gesagt. 90 Zentimeter breit das Bett, eigentlich sehr, ja, gar nicht breit. Und da haben wir zusammen geschlafen, weil es... Der Sohn kam später? Der kam nach 17 Tagen, also nach den ersten 10 Tagen kam er schon. Warum kam der Sohn zu Ihnen? Ja, weil ich von einer Anwältin von mir gehört, also am Anfang haben meine Anwältinnen eigentlich versucht, dass ich erst mich dort eingewöhne, bevor sie mir die Wahrheit ins Gesicht sagen. Und nach 10 Tagen haben sie gesagt, du Michale, also deinem Sohn geht es ganz schlecht, er stottert, er weist jeglichen Kontakt zur Familie ab, ist ziemlich sauer, er denkt, du hast ihn verlassen und es wäre vielleicht besser, wenn du ihn zu dir nimmst. Und bis zu dem Tag dachte ich, es geht ihm gut. Und bis zu dem Zeitpunkt wollte ich auch, dass er nach Deutschland eigentlich fliegt. Doch an dem Tag habe ich gleich gesagt, also am Montag war der Termin, der Besuchstermin, nehmt ihn mit, bitte bereitet ihn vor und ich möchte ihn zu mir nehmen. Warum? Weil ich wusste, also es wird ihm auf jeden Fall bei Mama besser gehen. Egal was ist, wie schlimm die Umstände wären. Für ein Kind ist, glaube ich, die Nähe und die Geborgenheit das Wichtigste und das wollte ich einfach ihm geben wieder. Und so kam er in das Gefängnis. War er das einzige Kind da? In meiner Zelle, ja, in der Gemeinschaftszelle. Ja. Aber im Gefängnis waren etwa 80 Kinder. 80 Kinder? Ja. Von bis in welchem Alter? Nur 0 bis 6 ist erlaubt. Und in dem Rahmen waren 84, glaube ich, Kinder insgesamt dort. Mein Sohn war der einzige in unserer Zelle. Und die Frauen, die mit mir inhaftiert waren, haben auch eigentlich sehr lange Zeit kein Kind gesehen und auch mitgelebt. Was haben die verbrochen, damit die auch in dieser Zelle waren? Die haben ihre Meinungsfreiheit ausgenutzt. Also, was waren das? Also tatsächlich lauter Menschen, die im Prinzip also keine Kapitalverbrechen begangen hatten? Nein, es waren nur politische Gefangene, die wegen der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder auch Demonstrationsrecht in Anspruch genommen haben. Wie gesagt, es waren viele, die eben auch zur selben Zeit inhaftiert wurden. Es gab nur sehr wenige, die eigentlich schon längere Jahre inhaftiert waren. Kriminelle werden generell getrennt von politischen Gefangenen. Und ja, in unserer Zelle war dann nur Serkan. Mit dem man was macht, das habe ich mich gefragt. Ja. Das sind 24-Stunden-Tage. Ich habe gelesen, Sie konnten einmal rausgehen, eine Stunde? Nee, es gab einen Hof, ja. Der war von morgens 7 bis abends 7 in der Sommerzeit aufgesperrt. Aber aus der Zelle, aus der Gemeinschaftszelle ist man eigentlich gar nicht rausgekommen. Nur wenn Anwaltsbesuche bevorstanden, wenn meine Anwälte gekommen sind, konnte ich zu jeder Zeit raus. Aber ansonsten nur in den Hof, wie gesagt, einfach um frische Luft zu bekommen. Was machen wir mit dem Sohn? Also er hatte keine Spielsachen. Warum nicht? Gibt es sie da nicht? Die sind verboten im Gefängnis. Mhm. Es gibt keine richtige Begründung, warum. Also Metallspielzeuge sind verboten, aber Plastikspielzeuge bekommt man auch nicht. Das war das Problem. Wir haben sehr viele Malbücher von
deutschen Frauen aus Deutschland geschickt bekommen, die sich mit uns solidarisiert haben. Das war sehr nett. Ich habe sehr viele Bücher bekommen. Das heißt, Sie haben auch von der Solidarität und der Anteilnahme, die hier in Deutschland ja doch da war, haben Sie schon etwas mitbekommen? Auch ja, ich sage immer, die Frauensolidarität war das, was mich gestärkt hat. Ich habe sehr viele Bücher, sehr viele Briefe von Frauen bekommen. Viele Postkarten, die gezeichnet wurden für meinen Sohn. Es war wunderschön, nur war es immer so, ich habe Bücher bekommen, aber keine Malstifte, die waren verboten. Also es war sehr sinnlos, dass Spielsachen, Bälle oder Plüschtiere verboten waren. Was kann man damit anstellen im Gefängnis? Es gibt keine Antwort darauf, aber es hieß immer Notstandsgesetz, wegen dem Notstandsgesetz verboten. Aber es gab keine plausible Begründung. Und dann versucht man mit dem Kind, mit Brotteig, Teig herzustellen, Knete herzustellen oder einen Eimer voll mit Wasser zu füllen und dann mit Wasserdeckeln irgendwie sie schwimmen zu lassen oder Flugzeuge aus Papier zu basteln. Also wir haben wirklich viel gemacht, viel produziert. Aber es sind natürlich Sachen, die im reellen Leben kein anderes Kind spielt sonst mit solchen Sachen. Ihr Ehemann war zu diesem Zeitpunkt schon in Haft. Sie beide sind engagiert in einer sozialistischen Gruppierung. Er ist verhaftet worden, Sie waren mit dem Kind alleine in Istanbul. Haben Sie nicht damit gerechnet, dass man möglicherweise auch zu Ihnen kommt? Mhm. Warum sind Sie in Istanbul geblieben und nicht mit dem Sohn? Mhm. Zu der Familie, die Ihr Vater, Ihre Schwestern, Ihr Brüder, die hier in Deutschland sind. Also mein Sohn, ich muss nur richtig stellen, dass mein Mann allein eigentlich in der Sozialistischen Partei der Unterdrückten im Vorstand ist. Mhm. Ich nicht. Und deswegen ging ich nie von einer Gefahr aus. Mhm. Ich bin weder irgendwo Mitglied gewesen, sonst irgendwo. Also ich habe in einer Nachrichtenagentur ehrenamtlich gearbeitet, nicht mal fest. Deswegen ging ich natürlich nie von einer Gefahr aus. Ich habe ja nichts verbrochen. Also Sie haben gedacht, Sie können einfach in Istanbul bleiben? Ja, wegen meinem Mann musste ich ja bleiben. Er war ja inhaftiert. Mhm. Ich musste ihm Bücher bringen, Kleidung bringen und auch Geld einzahlen im Gefängnis. Natürlich hat mein Mann gesagt, ich kann zurückfliegen. Aber das waren die ersten Wochen. Ich war ja nur 2 Wochen, also insgesamt 3 Wochen nach ihm noch frei. Ich habe versucht, in diesen 3 Wochen seine Bedürfnisse zu stillen. Mhm. Und kaum waren eigentlich die Bücher, die Klamotten im Gefängnis, wurde ich inhaftiert. Ich hatte gar nicht die Gelegenheit mehr, darüber nachzudenken. Sie haben gar nicht daran gedacht. Genau. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet, Sie sind Mitglied in einer terroristischen Vereinigung und Sie haben Terrorpropaganda betrieben. Mhm. Unbestritten ist, dass Sie zum Beispiel bei der Beerdigung von Mitgliedern einer verbotenen Partei waren. Wie kommt dann der Staat dazu zu glauben, dass Sie dieser Gruppierung angehören? Ja, das ist in der Türkei sehr einfach. Also das Antiterrorgesetz wird sehr flexibel interpretiert. Warum waren Sie da? Warum war ich da? Ich war bei vielen verschiedenen Demonstrationen, bei einer Korruptionsdemonstration gegen den Staat. Bei manchen war ich wirklich aus Berichterstattung, weil ich ja auch übersetzt habe. Ich habe Nachrichten vom Türkischen auch ins Deutsche oder in andere Sprachen übersetzt. Bei der Beerdigung war ich, weil ich als Frau sehr gewissenhaft eigentlich einen Schmerz gefühlt habe. Diese Frauen wurden in der Wohnung, egal wer sie sind, es ist von der Gewissensfreiheit gedeckt, an Beerdigungen teilzunehmen. Mhm. Wenn man vom Gewissen her denkt, man muss irgendwo teilnehmen, darf man das. Es ist eigentlich gedeckt, auch in der Türkei. Diese Frauen wurden nicht festgenommen. Die wurden umgebracht in ihrer Wohnung. Also es war auch eine Razzia. Diese Frauen können Terroristen oder sonst irgendwer gewesen sein. Die wurden direkt umgebracht und dann wurden sie, auf ihre Genitalien wurden dann Schüsse abgeworfen. Abgefeuert. Danach 10 Schüsse jeweils pro Frau auf die Brüste, auf die Vagina. Und das als Frau hat mich sehr gestört. Und es haben Frauenorganisationen zu dieser Beerdigung aufgerufen. Mhm. Es gibt sehr viele Aufrufe, die wir auch bei der Staatsanwaltschaft und beim Gericht auch gezeigt haben. Frauenorganisationen wollten, dass vor allem Frauen an dieser Beerdigung teilnehmen, weil der Staat im selben Jahr 5 Frauen auf diese Weise umgebracht hat. Und deswegen habe ich auch persönlich daran teilgenommen, weil es mir sehr auch ans Herz gegangen ist, dass Frauen in der Türkei, ohne dass man sie vor Gericht bringt, verurteilt, direkt zu Hause umgebracht werden. Im Nachhinein, waren Sie leichtsinnig, waren Sie naiv oder waren Sie einfach der Überzeugung, man muss das jetzt tun, egal wie die Folgen sind? Nein, es war eigentlich zu der Zeit nicht so, dass man diese Folgen wusste. Denn bis 2015 war eigentlich vom Staat her alles erlaubt. Also
Diese Beerdigung wurde auch vom Gouverneur erlaubt. Es gab eine Genehmigung. Auch die Polizei war dabei, hat sie auch mitverfolgt. Die Fotos und Kamera- und Videoaufnahmen sind ja von der Polizei gewesen. Das war alles begleitet. Und damals ist niemand davon ausgegangen, dass es Konsequenzen geben kann. Ich auch nicht. Mhm. Aber später hat der Staat 2015 eigentlich diesen Friedensprozess beendet und dann alles wurde umgeschlagen. Das danach, war diese kurze Zeit, in der diese tatsächlich Zeit, diese Entspannung wo auch die Bomben auch hochgegangen sind in der Türkei. Wenn der Staat sagt, Sie sind eigentlich keine Journalistin, sondern eine politische Aktivistin, ist da zumindest ein Funken Wahrheit dran, von der inneren Haltung her? Wenn man die Verhältnisse in der Türkei kennt, dann kann man nicht sagen als Journalistin, ich schaue jetzt weg. Vor allem nicht, wenn man in so einem Land lebt, wo man eigentlich tagtäglich diese Menschenrechtsverletzungen miterlebt. Und natürlich als Frau bin ich eine Aktivistin. Ich bin für Frauenrechte auf der Straße gewesen. Mhm. Auch am 8. März war ich auf der Straße. Aber das ist nicht in meiner Anklageschrift vorhanden. Das wurde nicht mit reingenommen. Also natürlich, in der Hinsicht bin ich eine Aktivistin. Ich bin eine Frauenrechtlerin. Frau Tolo, Sie sind hier, obwohl der Prozess eigentlich noch gar nicht zu Ende ist. Ja. Es gab einen Prozessbeginn, einen ersten Termin, einen zweiten Termin. Sie sind nicht freigesprochen worden, aber Sie sind dann freigelassen worden. Dann durften Sie nicht ausreisen. Jetzt durften Sie ausreisen. Gibt es dafür für Sie eine Erklärung? Das ist die Willkürjustiz in der Türkei. Also es gibt viele Beispiele eigentlich, die allein an meinem Fall schon sehr offen sind. Mhm. Ich wurde eingesperrt. Bei meinem ersten Prozess wurde ich nicht freigelassen, weil ich ja die Beweise schwärzen oder verdunkeln könnte. Fluchtgefahr gab es ja nicht. Genau, Fluchtgefahr haben Sie auch gesagt. Okay. Beim zweiten Prozess wurde gar nichts anderes bewiesen. Also die Lage war eigentlich dieselbe, dann wurde ich doch freigelassen. Aber man wollte mich abschieben, trotz einer Ausreisesperre. Mhm. Und ich wurde entführt von der Polizei aus dem Gefängnis heraus. An dem Tag der Freilassung? Genau. Da wartete die Familie draußen vor dem Tor. Und auch der Botschafter Martin Erdmann war vor der Tür. Und Sie kamen nicht? Nein, und es wurde eigentlich der Familie und auch der Botschaft ausgerichtet und auch versprochen, dass ich kurz meine Familie sehen darf. Mhm. Danach muss ich bei der Abschiebebehörde eigentlich nur einen Zettel unterschreiben und werde freigelassen. So wurde es auch der Botschaft gesagt. Dann auf einmal kam die Antiterroreinheit. Das ist ja auch nicht üblich. Normalerweise muss die Ausländerbehörde kommen. Mhm. Dann kam die Antiterroreinheit und hat gesagt, so, jetzt gehen wir zusammen. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum kommt ihr wieder? Also das war ja genau. Haben Sie keine Angst gehabt? Dieselben Männer, die Dieselben Männer, das war absichtlich. Also die wollten mich ja weiter einschüchtern. Und Sie hatten keine Angst, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert? Also ich dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, sie schieben mich ab. Mhm. Und das wäre ja auch in meinem Sinne gewesen. Aber Sie sind auf jeden Fall nicht freigesprochen. Ihr Mann ist noch in der Türkei. Er ist zwar freigelassen. Sein Prozess geht ebenfalls weiter. Er kann nicht ausreisen. Wenn Sie hier in Deutschland die Debatte verfolgen, ob die Türkei ein Rechtsstaat mit einer unabhängigen Justiz ist, wie ist Ihre Antwort? Die Türkei ist kein Rechtsstaat. Das sieht man auch an diesem Verfahren. Die Verfahren von meinem Mann und mir wurden zusammengelegt. Mhm. Wir sind im selben Verfahren, haben dieselben Richter. Die Vorwürfe sind ähnlich. Ich werde freigelassen, also ich darf ausreisen, mein Mann nicht. Er hat keine deutsche Staatsbürgerschaft, oder? Nein, er hat einen französischen Aufenthalt. Ah, okay. Er hat bisher in Frankreich gelebt. Er kommt aber nicht frei, ich schon. Mhm. Daran sieht man eigentlich, wie willkürlich entschieden wird. Wir haben dieselben Begründungen. Er ist ja auch der Vater von meinem Sohn. Mhm. Aber es wird sehr willkürlich entschieden und auch die Festnahmen sind sehr willkürlich. Dann überrascht mich doch, dass Sie gesagt haben, dass Sie im Oktober, wenn Ihr Prozess weitergeht, zurück wollen in die Türkei. Es drohen Ihnen im schlimmsten Fall 20 Jahre Haft. Das ist das, was auf diese Vergehen, die man Ihnen vorwirft, gegeben werden kann. Wieso wollen Sie da zurück? Wieso bleiben Sie nicht hier in Sicherheit mit Ihrem Sohn? Ich würde bei Ihrem Vater und der Familie? Ich würde ja gern hier bleiben. Ich würde ja auch gern nicht ausreisen wieder. Aber das Problem ist, wenn ich möchte, dass mein Mann ausreist, muss ich auch eigentlich vor Gericht erscheinen. Mhm. Denn dann könnte ja das Gericht sagen, ja, Frau Tolo haben wir ausreisen lassen, jetzt kommt sie nicht mehr zurück, warum sollen wir dann Herr Kollo ausreisen lassen? Es gibt natürlich, diese Begründung ist für mich sehr wichtig, weil ich möchte natürlich, dass mein Mann ausreist. Aber ich werde natürlich immer in Abwägung und immer in Diskussion mit meinen Anwälten stehen, ob ich ausreisen soll, ob ich zum Gerichtstermin erscheinen soll. Ich denke normalerweise, dass nichts passieren könnte, außer dass sie mich nicht einreisen lassen. In 3 Wochen kommt Erdogan nach Deutschland. Es ist ein Staatsbesuch. Mhm. Es gibt das volle Programm, Staatsbankett, Empfang, militärische Ehren. Finden Sie das angemessen? Also generell ist es so, dass
wenn er auf diese Weise empfangen wird, der Staatspräsident, dass dann die Opposition einfach denkt, dass Deutschland sozusagen auch dieses System direkt anerkennt, die Alleinherrschaft. Also es ist natürlich so, dass es ist nicht wirklich so, aber für die Opposition ist es so. Also die Menschen denken, Deutschland kennt das an. Und ich denke, es gab ja immer wieder Staatsbesuche und es wird es auch in Zukunft geben. Nur müsste man vielleicht abwägen, ob es richtig ist, gerade in so einer Zeit, wo die Menschenrechtsverletzungen auf einem Höhepunkt sind, so hoch zu fahren. Ob das wirklich nötig ist, ob das nicht schlichter gehalten werden könnte. Aber ansonsten natürlich, also es wird natürlich Dialog und Gespräch weiterhin geben. Und müssen. Müssen, natürlich. Ich bin auch dafür, dass es die gibt. Frau Tolo, ich wünsche Ihnen für das, was vor Ihnen steht, alles Gute. Vielen Dank. Für Sie und Ihre Familie. Danke sehr für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch. Ja. Wir werden über diesen Staatsbesuch tatsächlich zu reden haben, gleich in der Runde. Der ist zwar erst in 3 Wochen, aber geredet wird jetzt auch schon und gestritten. Barack Obama, Wladimir Putin oder die Queen. Bei Staatsbesuchen wird stets der rote Teppich ausgerollt. Staatsoberhäupter empfängt der Bundespräsident mit militärischen Ehren und lädt sie zum Staatsbankett. Dem türkischen Präsidenten Erdogan wurde diese Ehre bisher nicht zuteil. Erstmals kommt das Staatsoberhaupt zu einem offiziellen Besuch auf Einladung des Bundespräsidenten nach Deutschland inklusive Staatsbankett. Dass Frank-Walter Steinmeier seinen Amtskollegen eingeladen hat, stößt auch auf Kritik. Erdogan sei kein normaler Präsident in einer Demokratie und solle deshalb auch nicht so empfangen werden, findet Grünen-Politiker Cem Özdemir. FDP-Chef Christian Lindner kritisiert, der Empfang mit militärischen Ehren wirke wie ein Propagandasieg des türkischen Präsidenten. Ist diese Kritik angemessen? Herr Bruck, wir haben das gerade gehört. Es sind noch 7 deutsche Staatsbürger in türkischer Haft. Es sind sehr viel mehr, aber 7 eben mit einem sogenannten politischen Strafvorwurf. Und trotzdem gibt es diesen Staatsempfang, den roten Teppich. Ist das ein Schlag ins Gesicht für alle die in der Türkei noch inhaftiert sind? Und wir müssen sehen, dass das ein Protokoll ist. Wenn ein Staatspräsident kommt und vom Staatspräsidenten empfangen wird, ist das ein normaler protokollarischer Ablauf. Es geht nicht kleiner. Das geht dann, wenn es auf der Ebene geschieht. Wenn er jetzt einem Arbeitsbesuch zur Bundeskanzlerin käme und nicht von Steinmeier eingeladen wäre, vom Bundespräsidenten eingeladen wäre, wäre das protokollarisch eine andere Angelegenheit. Da gibt es gewisse Unterschiede, die man sehen muss. Und deswegen darf man das auch nicht überbewerten. Haben Sie kein Problem damit? Nein, ich habe kein Problem damit, weil es gewöhnlich ist. Helmut Kohl hat sogar zu einem Staatsbesuch mit militärischen Ehren Erich Honecker empfangen. In Bonn vor 1987 oder wann das war. Und deswegen ist das eine normale Prozedur. Man muss denn die Bedeutung wegnehmen. Das ist Routine und das darf man nicht bewerten, als wäre es eine besondere Ehre für Erdogan. Es ist normales Prozedere und keine besondere Ehre. Die ist amtsbezogen und nicht personenbezogen. Wir können den roten Teppich ja umwidmen. Das ist eine Blutspur, die sich da durchzieht. Ja. Das ist aber, er ist Staatspräsident, also gibt es den roten Teppich, Herr Wallraff. Überzeugt Sie das? Man muss das auf einer Ebene halten, wo man nicht sich hier zum Kotau unterwirft und sich hier einem Alleinherrscher zu Diensten macht. Der lacht darüber, der triumphiert, ja? Der wird in seinen Reihen. Herrn Putin auch nicht empfangen und Herrn Xi empfangen. Hier ist eine Besonderheit, hier ist es im Moment noch akuter. Und das Regime ist dabei, eventuell auch zu kippen. Ja? Und Deutschland jetzt, so wie er hier in allen Ehren empfangen wird, stützt ihn zurzeit. Sehen Sie mal, der Verfall der Lira, in einem Jahr ist die Lira um 50% gefallen. Die Wirtschaft kracht, weil er außer pompösen Bauwerken nicht zu bieten hat. Nach anfänglichen Erfolgen, das geben wir zu. Aber inzwischen ist er, bankrott. Und Deutschland versucht, ihn jetzt zu stützen. Der Zeitpunkt stört Sie und die Form? Zeitpunkt und Form, man muss verhandeln. Klar, man muss diplomatische Möglichkeiten ausloten. Aber man muss auch vorher was erreichen, nicht wie es bei uns jetzt der Fall war, dass man vorher schon sagte, bevor was irgendwie erreicht wurde, ja, wir werden ihn, Scotty Nahles war das nicht, wir werden ihm hier mit Wirtschaftshilfen und so weiter, werden wir das Regime stützen. Und das hat ja die Bundeskanzlerin das Gegenteil gesagt. Die Wirtschaftshilfen werden wir noch mal besprechen, aber Sie haben gesagt, es ging nicht kleiner. Ging denn ein anderer Zeitpunkt? Warum hat Herr Steinmeier ihn jetzt gerade eingeladen?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, man kann es auch umgekehrt sehen, dass er so unter Druck ist, dass er Veränderungen vornimmt. Es waren Anfang 35, 40 Deutsche, die im Gefängnis waren, jetzt sind es noch 7. Deswegen müssen wir daran arbeiten, dass das weniger und weniger und weniger wird. Okay. Denn er ist dramatisch davon abhängig, nachdem er versucht hatte, Wirtschaftshilfe von Russland zu bekommen, die es nicht liefern können aus dem arabischen Raum. Dass er es nur mit Europa machen kann, dass die Zollunion ausgebaut wird, nicht die Mitgliedschaft, das ist etwas völlig anderes. Und dass wir sehen, dass 2/3 aller Direktinvestitionen aus Europa kommen. Nur Europa ist in der Lage, das wirtschaftlich aufzufangen. Und das ist auch in unserem Interesse. Es spricht der Realpolitiker Brok. Frau Akyol, Lindner sagt, das ist ein Propagandasieg für Erdogan, wenn er jetzt hier mit eben großen Ehren empfangen wird. Ist das tatsächlich so ein großer Triumph? Sieht das Erdogan so? Lacht er über uns, so wie Herr Wallraff das sagt? Er wird nicht über uns lachen, aber er wird sich sicher freuen, dass er hier auf dem roten Teppich empfangen wird. Aber wie soll er denn sonst empfangen werden? Er ist der Staatspräsident, es gibt ein Protokoll, an das hat man sich zu halten. Dass wir Herrn Erdogan nicht mit einem Karnevalsverein empfangen, das ist, glaube ich, selbstredend. Politik ist kein Wunschkonzert. Wir können uns nicht aussuchen, mit wem wir reden wollen, mit wem wir verhandeln wollen. Er wurde gewählt, die Umstände, die sind natürlich fragwürdig. Und deswegen muss mit ihm verhandelt werden. Aber Politik ist auch Symbol. Und wenn er jetzt über den roten Teppich gerade in dieser Zeit läuft, kann er dann zu Hause tatsächlich dann zeigen, seht ihr, die deutsche Bundeskanzlerin, der deutsche Bundespräsident ehren mich, und zwar. Das wird ganz sicher der Fall sein. Also als Sigmar Gabriel Herrn Cavusoglu getroffen hat und Tee eingeschenkt hat, in Goslar zu Hause bei sich, da war das in allen türkischen Medien, wie Herr Gabriel sich leicht duckt und halt Tee einschenkt, nicht? Und das wird diesmal nicht anders, nichts anderes wird der Fall sein. Das sollte aber die Bundesregierung nicht davon abhalten, im diplomatischen Dialog zu bleiben und den Finger in die Wunde zu legen. Aber trotzdem ist ja das Argument gerade eben bei dieser Person, und Herr Özdemir hat es gesagt, das ist kein normaler Präsident in einer Demokratie. Und das ist ja auch tatsächlich eine Frage der Betrachtung. Also Sie sind Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Kosmos, Sie sind in der Türkei geboren, Sie sind ein Deutscher. Haben Sie Verständnis dafür, dass es einfach sehr viele gibt, die wie Wallraff sagen, der Mann ist ein Despot, er ist vielleicht ein Diktator. Den darf man eigentlich gar nicht, mit dem darf man gar nicht reden. Natürlich kann ich es nachvollziehen, was Herr Wallraff sagt und auch andere Menschen, die der gleichen Meinung sind. Tatsache ist aber, ich will das jetzt nicht wiederholen, er ist nun mal ein Staatspräsident. Er ist der letzte Staatspräsident, war Abdullah Gül, der mit militärischen Ehren hier in Deutschland empfangen wurde. Und es war mal wieder Zeit, in Anführungszeichen, ob der Zeitpunkt jetzt richtig war oder nicht. Das muss das Bundespräsidialamt entscheiden. Aber so wie ich weiß, ist die Einladung für Erdogan schon vor mehreren Monaten rausgegangen. Denn ich wusste es schon, ich glaube im Juni, Juli habe ich erfahren, kurz, eigentlich ziemlich zeitnah nach dem Wahlsieg, dass das Datum ungefähr zum Herbst, beginnenden Herbst. Ist er denn ein Despot? Ist er ein normaler Präsident? Das würde ich gerne mal wissen von Ihnen. Für deutsche Verhältnisse ist er ein Despot. Er ist ein Autokrat, wenn man das aus der deutschen Brille sieht. Ein Diktator? Auch aus der deutschen Brille, aus der türkischen Brille würde man sagen, er ist ein starker Mann, er ist ein starker Politiker, der weiß, wie er sich durchzusetzen hat, und er weiß, wie man Wahlen gewinnt. Ist also eine Verharmlosung, wirklich. Er ist Diktator, kann man nicht sagen, er ist ja noch gewählt worden. Ich habe das nur aus der deutschen Brille und ich habe die türkische Brille erklärt. Ja, verstehe. Nur ich sehe ihn schon als ein Alleinherrscher, ist ein harmloser Begriff. Er beherrscht ein ganzes Regime. Er duldet auch keinen neben sich und auch aus eigenen Reihen. Ja, AKP-Leute, Bürgermeister und so weiter, die sind sofort weg vom Fenster, wenn sie nicht nach seinem Willen handeln. Und jeder, der ihm nicht genehm ist, muss mit Verhaftung rechnen oder wird kaltgestellt. Und die Tatsache, dass die gesamte Gesellschaft umgekrempelt wurde, 100.000 Bedienstete in Schulen, in Wirtschaftsverbänden, in Universitäten, da ist plötzlich Verwaltung, alles. Ja, da wird plötzlich ein Zoodirektor der Chef von der Forschungsgesellschaft, weil die Gesellschaft ist auch am Ende. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, er hat diese Gesellschaft an die Wand gefahren. Und jetzt kommt Deutschland
und hofiert. Ich glaube, er hat sich auch selber eingeladen. Haben Sie mal das Wort wirklich gesagt, der bereitet den Weg zu einer islamfaschistischen Diktatur vor? Islamofaschistische Diktatur ist eine korrekte Bezeichnung für das, was ihn antreibt und was er letztlich auch als Fernziel vorhat. Und er ist auf dem besten Wege dabei, das zu verwirklichen. Darf ich mal Herrn Brok fragen, bitte, der ihn ja auch schon lange kennt, ihn persönlich auch kennengelernt hat, islamofaschistische Diktatur. Können Sie mit dem Begriff was anfangen? Das ist noch nicht so weit, aber da ist er genau auf dem Weg. Dahin. Also erstens würde ich den Begriff faschistisch in dem Zusammenhang nicht brauchen, gerade als Deutscher nicht gebrauchen. Das ist noch eine andere Kategorie. Er ist ein Islamist und er ist auf dem Weg, ein autoritäres Regime aufzubauen, die immer mehr und mehr die Rechtsstaatlichkeit abbaut. Und hier haben wir Handlangerdienste geleitet, insbesondere die politische Linke in Europa, dem wir ihn eingeladen haben, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Er hat uns benutzt, das Atatürk-Regime abzubauen, das Gerichtssystem umzuschwenken auf seine Art. Er hat versprochen, man hat ein unabhängiges Rechtssystem, weg vom Atatürk-System. Aber er hat es nicht ein unabhängiges Gerichtssystem gemacht, sondern er hat dann seins eingeführt. Also wir haben Hilfestellung geleistet, den Staat umzukrempeln. Und das wird jetzt deutlich. Und hier müssen wir dagegenhalten. Es gab ja, also er ist noch kein Diktator. Ich muss Sie das fragen. Ja, das ist die Frage, ist Putin ein Diktator oder nicht? Ist er ein autoritärer Herrscher oder ist er ein Diktator? Was sagen Sie denn? Ich glaube, bisher mit den Wahlen ist immer noch mehr Bewegung in der Türkei gewesen an Möglichkeiten für Opposition, als das in Russland der Fall ist. Also wenn man da mal vergleicht, das Recht, was in China stattfindet. Also dann darf man auch Herrn Xi hier nicht empfangen, Herrn Putin, der in Europa Krieg führt. Da muss man mal die Dinge, glaube ich, in der Waage halten, was keine Relativierung ist der Kritik an Erdogan. Deswegen hat Erdogan mit seiner Politik keine Chance, Verhandlungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu führen. Das muss man völlig dabei raushalten. Diese Türkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Frau Akio, es sind ganz viele Sachen gefallen. Und weil Sie sich so intensiv einfach für die Biografie auch beschäftigt haben mit Erdogan. Also er hat ja, und Sie zitieren das auch, diesen berühmten Satz gesagt, die Demokratie ist ein Zug. Und wenn wir unser Ziel erreicht haben, dann steigen wir aus. Hat er die Demokratie also nur benutzt? Das hat er mit Sicherheit. Also ich habe mich ein wenig gewundert, als während der Gezi-Proteste 2013 Claudia Roth in die Türkei gefahren ist und gesagt hat, hier ist ja eine Diktatur, nicht? Und da habe ich mir Leute in der Türkei gesagt, wie kann das sein? Seit Jahren wird hier die Demokratie abgebaut. Und warum hat man ihn vorher halt immer empfangen, ihn chauffiert etc. nicht und spricht jetzt von einer Diktatur. Es hat sich das, was wir in der Türkei jetzt erleben, hat sich über Jahrzehnte hinweg angebahnt. Und da muss man ehrlich gesagt auch nur so ein bisschen in die Archive schauen. Da muss man gar nicht so tief drin rumwühlen, um zu sehen, dass dieser Mann immer ein Ziel hatte, das Präsidialsystem, das er jetzt bekommen hat. Das Problem ist jetzt, abgesehen davon, dass er natürlich die Gewaltenteilung auflöst, dass er dieses Präsidialsystem eigentlich nur mit Gewalt aufrechterhalten kann. Darf ich trotzdem noch eine Nachfrage stellen? Was will er denn mit dieser Macht? Also Islamofaschismus ist ein ziemlich harter Begriff. Ist der wirklich darauf aus, was viele hier ihm ja unterstellen, dass er tatsächlich einen islamischen Staat errichten möchte? Also er ist kein Islamist, weil Islamisten, das ist der IS für mich. Das ist nochmal was ganz anderes, nicht? Er ist ein sunnitisch-konservativer Muslim, das darf er auch sein. Ein Gläubiger auch? Also ein gläubiger Muslim, er ist praktizierend, ja, seine Familie auch. Und das will er auch. Er will eine muslimisch-islamisch-konservative Gesellschaft heranziehen. Und das, da ist die Türkei gerade dabei, genau das zu werden. Da werden Lehrpläne geändert, da wird jetzt die Moschee auf dem Taksimplatz, auf dem weltberühmten Taksimplatz, die wird gerade gebaut. Das Atatürk-Denkmal, das wird Stück für Stück immer weiter angekratzt. Und was will er? 2023, da feiert die Türkei ihr 100-jähriges Bestehen. Und da will er noch als Präsident im Amt die Geschicke des Landes lenken und in einem Atemzug mit dem Staatsgründer Atatürk genannt werden. Dessen Politiker ja aber unkennbar. Möchte er ein osmanisches Reich errichten? Auch das wird ihm ja unterstellt. Ein großer Nationalist, der im Prinzip weiterdenkt als über die Grenzen der heutigen Türkei hinaus. Ist das eine Unterstellung oder ist da was dran? Also Nationalismus ist in der Türkei nichts, was unangenehm ist. Das ist noch mal was ganz anderes als bei uns hier in Deutschland. Nicht? Das heißt, der linkeste Linke kann auch ein zutiefster Nationalist sein. Es ist verbunden mit der Vaterlandsliebe. Aber er will kein osmanisches Reich. Also so
weltfremd ist auch kein Erdogan. Das ist nationalistisches Geplänkel, das auch Putin mit der Sowjetunion zum Beispiel macht. Das sind Wählerstimmen. Und mit solchem Geplänkel, wenn er an das Osmanische Reich erinnert, an die alte Größe, kann er auch von innenpolitischen Problemen ablenken. Die leise Unterstellung wäre ja gewesen, der will im Prinzip nur die Macht haben, weil er kommt aus einfachen Verhältnissen. Und in Wahrheit möchte er einfach vor allem Macht haben. In diesem goldenen Palast mit 1100 Zimmern leben, spielt das auch eine Rolle? Oder will der wirklich auch politisch etwas? Wo ist da die Balance? Es geht nur um eine Person und die heißt Erdogan. Und die Erdogan dreht sich nur um sich selbst. Und das heißt, Familie. Und die Familie. Und seine Familie, ganz genau. Und seine Kinder, seine zwei Söhne, seine zwei Töchter und die Schwiegersöhne, die jetzt auch Ämter innehaben. Der eine ist Finanzminister, glaube ich, der eine, genau. Schwiegersohn. Ja. Völlig unfähig, wie alle, die sich auskennen. Nicht? Und der sorgt dann dafür, eine korrupte Familie mit Riesensummen, die sie in Bahrain zum Beispiel in Sicherheit gebracht haben. Und diese Unfähigkeit des eigenen Schwiegersohns, nicht? Wirtschaftlich, alle Wirtschaftsexpertinnen der Türkei sagen, der fährt das Land weiter in den Ruin hinein. Der hat keine Ahnung davon. Es ist sozusagen der Erfüllungsgehilfe von Erdogan, der von Wirtschaft keine Ahnung hat. Aber die Wirtschaft war ja, und da wollen wir auf einen wichtigen Punkt kommen, also Sie haben das auch lange beobachtet, Herr Rekan, der hat doch nicht umsonst so viele Wähler hinter sich geschart und er galt als Reformer. Er hat, hat er den Menschen Wohlstand gebracht in der Türkei und wirklich erst einmal am Anfang das Land nach vorne? Definitiv. Das ist auf jeden Fall unbestreitbar. Er hat erst mal dafür gesorgt, dass die Infrastruktur in der Türkei komplett funktioniert. Er hat das Gesundheitssystem reformiert. Ich kann mich erinnern, meine Verwandten mussten früher, wenn sie krank waren und ins Krankenhaus, mussten sogar teilweise tagelang vor einem Krankenhaus kampieren, bis sie überhaupt Termine bekommen haben für eine Untersuchung. Das hat Erdogan alles reformiert und dafür sind die Leute ihm dankbar. Mhm. Und die hier lebenden Deutsch-Türken, die sehen das, dass ihre Verwandtschaft in der Türkei jetzt schon einen gewissen Wohlstand hat. Es gab eine massive Immobilienblase, die irgendwann droht zu platzen. Und da ist natürlich klar, dass jeder was von dem großen Kuchen, den Erdogan damals aufgetischt hat, natürlich auch abhaben wollte. Und das ist auch so passiert. Wichtiges Stichwort, die Türken oder die Deutsch-Türken, diejenigen, die hier in Deutschland sind. Jeder Auftritt Erdogan in Deutschland zeigt, es sind nicht alle, aber die, die seine Anhänger sind, sind sehr leidenschaftlich, sie sind sehr treu und sie wählen ihn da tatsächlich auch, sofern sie eine Wahlberechtigung haben. Im Umfeld der letzten Wahlen in diesem Jahr haben Kollegen aus der ganzen ARD deutschlandweit Stimmen gesammelt, gerade dieser türkischstämmigen Erdogan-Anhänger. Ich bin so glücklich wegen Ware, weil ich liebe Recep Tayyip Erdogan. Der ist mein bester Mann. Er ist für das Volk da, er ist für die Armen da, er ist für die Reichen da. Also deswegen steht auch das Volk hinter ihm. Die Türkei ist wie ein Paradies. Wenn Erdogan da ist, alles gut. Ich finde gut. Erdogan arbeitet besser. Also ich finde es perfekt, weil außer Erdogan kann den Job auch keiner machen in der Türkei. Das ist der Punkt. Bitte? Das ist was? Das ist genau die Aussage, die eigentlich jeder sagt. Ob er nun für Erdogan ist oder gegen Erdogan ist. Es gibt in der Türkei im Moment keinen Politiker, der Erdogan in irgendeiner Weise das Wasser reichen kann. Sei es aus der Opposition, sei es aber auch innerhalb der AKP. Erdogan ist für viele der Mann, der das erreicht hat, der was erreicht hat. Und deswegen vergöttern sie aber ihn. Aber halt die, so. Die wir jetzt gerade gehört haben, die sind ja zum Teil zweite, dritte Generation. Ja? Die sind in Deutschland geboren. Deren Bundeskanzlerin heißt Merkel und ihr Bundespräsident heißt Steinmeier. Und trotzdem haben Sie Sympathie für diesen Mann. Was hat er, was deutsche Politiker nicht haben? Ich glaube, das liegt primär auch daran, dass die zweite, vielleicht dritte und vierte Generation eher keine Vorbilder mehr in Deutschland haben. Also die sind zwar hier geboren, Politiker ja, mittlerweile, natürlich, mit türkischen Sicherheit. Wurzeln. Aber jeder deutsch-türkische oder türkischstämmige Politiker, der die Türkei in irgendeiner Weise basht, ist für viele kein wählbarer Politiker. Und das Problem ist, was die Community hier auch immer wieder bemängelt, ist, sie sind zwar hier angekommen, aber sie werden nicht angenommen. Und das ist nämlich der springende Punkt. Und der gibt ihnen einen Stolz, den sie hier nicht haben? Der gibt ihnen einen Stolz, den sie vorher hier nicht haben. Und wenn er sagt in seinen Reden, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Söhne, ihr seid meine Töchter, wenn es euch hier schlecht geht, dann könnt ihr gerne in die Türkei kommen. Und das spricht den Leuten komplett aus dem Herzen. Und deswegen vergöttern sie ihn noch. Das liegt natürlich an der verfehlten Integrationspolitik. Ja, sie fühlten sich nicht zugehörig. Max Frischstadt, wir brauchten Arbeitskräfte, es kamen Menschen. Und das, was hier alles versäumt wurde und in den Familiengeschichten. Ich habe ja Freunde, auch Erdogan-Anhänger, mit denen bin ich auch zum Teil noch im Gespräch. Ich habe das nicht erlebt. Ich bin ja Gastarbeiter. Sie wissen noch viel mehr darüber.
Aber in dem Zusammenhang sind so viele, die ihre rassistischen Erfahrungen haben, familiengeschichtlich. Und jetzt kommt jemand, der ihnen zum Stolz verhilft, der sie rächt am Ende sogar, wo die Deutschen jetzt sogar in die Knie gehen. Das spielt alles eine Rolle. Und dann spielt noch eine große Rolle, dass Erdogan inzwischen die gesamte Mediengeschichte beherrscht, Dorn-Konzern aufgekauft hat. Das heißt, diese Familien sehen fast alle nur türkisches Fernsehen. Mhm. Und von daher sind sie dem verfallen, auch Versäumnisse unserer Medienfernsehen, dass vielleicht ein eigener Kanal für sie entstehen sollte. Höchste Zeit. Aber sie sehen nichts anderes. Und da ist eine Propagandamaschine, der sie voll aufsitzen. Ja. Herr Bruck, wir sollen ihm nicht auf den Leim gehen. Heißt was? Also, erstens, wir sind in den letzten 2 Jahren vor den Wahlen auf jede Provokation von ihm hereingefallen. Mhm. Und wir entsprechend geantwortet haben. Er wollte genau unsere Reaktion haben, weil er daraus argumentieren konnte, ich rette euch und ich verteidige den Stolz und die Ehre der Türkei. Jeden Ball haben wir reingebissen. Höchst ungeschickt. Mhm. Frau Merkel übrigens ja nicht. Die hat sich alle möglichen Sachen angehört und hat ganz am Schluss mal irgendwas gesagt. Das ist auch eine kluge Frau, dass man an solchen Beispielen wieder feststellt. Und nicht den nächsten PR-Trick haben will, weil man in den Ball beißt, ist man sofort in den Medien wieder. Richtig. Das hat sie nicht gemacht. Und das war richtig so. Und jetzt macht sie Politik weiter. Aber wir müssen festhalten, der wirkliche Erfolg von ihm ist, dass er das Land wirtschaftlich dramatisch positiv verändert hat. Dramatisch positiv. Der hat in Istanbul 2 Flughäfen gebaut, wo wir einen in Berlin nicht hinkriegen, um das mal etwas ironisch anzudeuten. Wenn man die Bahnstrecke sieht von Ankara nach Istanbul und wer mal früher mit dem Bus da gefahren ist, was ich gemacht habe, ist eine dramatische Entwicklung, die wir da feststellen müssen in vielen Bereichen. Und das ist der vorherige Premierminister Yildirim im großen Teil gewesen, der auch die Infrastrukturminister vorher war. Das waren gute Leute, die inzwischen auch ein bisschen sich abnabeln, wie auch der Herr Gül. Sich abnabeln, weil es mehr und mehr in eine Paranoia hineingekommen ist, der erstmal den Reichtum der Familie abzusichern hat und zweitens, irgendwann ist man dann, wenn alle nur Ja sagen, auch in einer Persönlichkeitsveränderung. Mochten Sie ihn? Sie haben ihn ja früh kennengelernt. Mochten Sie ihn früh? Fanden Sie denn auch einen bewundernswerten Mann? Nein. Ich habe immer kritisch mit umgegangen, aber man konnte, mit ihm kritisch diskutieren in einer bestimmten Phase. Und der Herr Gül war... Den haben Sie auch kennengelernt? Ja, ich war Fraktionsvorsitzender im Verfassungskonvent der EU. Und Herr Gül war mein Fraktionsmitglied als Außenminister. Jetzt in den USA und der Auslöser übrigens des Putsches. Der auch aus der islamistischen Lager kam, der war vorher Generalsekretär bei Erbakan. Das Problem scheint ja zu sein, das ist schon angeklungen, dass der Boom ist vorbei. Also, Sie waren gerade in der Türkei, Sie haben, glaube ich, drei Wochen Sommerurlaub. Die Lira stürzt ab, der Wirtschaftsboom ist vorbei. Merken die Menschen in der Türkei das im Alltag richtig massiv? Aber mal richtig kräftig sogar. Also, inwiefern? Wenn Sie heute auf einen Wochenmarkt gehen und bestimmte Güter für einen bestimmten Preis kaufen, ist es durchaus möglich, dass diese Güter am nächsten Tag schon wieder um 15, 20 bis 40% gestiegen sind. Wenn ich bedenke, dass zum Beispiel ein Kilo Fleisch in der Türkei fast 100 Lira kostet, das sind so ungefähr 15, 20 Euro. Ne? Ja, ich glaube, der liegt bei 1:7 oder so, fast bis zu 30 Euro kostet. Dann überlegt man sich dreimal, wie oft Fleisch bei denen auf den Tisch kommt. Ne? Nein, die Türken spüren das natürlich tagtäglich, gerade bei den Grundnahrungsmitteln extrem sogar. Wie ist das passiert? Aus diesem Wirtschaftsboom heraus jetzt eine Wirtschaftskrise, die sich gewaschen hat? Ich glaube, das hat vielerlei Gründe, die allerdings nicht von heute auf morgen, sondern schon seit mehreren Jahren passiert ist. Wie gesagt, die Türkei hat sich sehr intensiv auf Wohnungsbau, auf Häuserbau und dergleichen konzentriert. Bubble. Viele Städte sind entstanden und da war es klar, dass viele Landwirte sogar ihre Länder, ihre Felder verkauft haben, weil sie sich erhofft haben, von dem großen Kuchen was abzubekommen. Und den haben sie auch bekommen. Wenn man jetzt in Istanbul vom Flughafen in die Innenstadt fährt, da sehen sie Hochhäuser noch und nöcher. Aber viele von denen sind leer, weil keiner sich die Mieten leisten kann, weil die meisten Mieten in Devisen mittlerweile bezahlt werden. Klassische Immobilienblase. Wir sind
sind im Bereich der Wirtschaft angelangt und haben einen Fachmann dafür, der uns jetzt zugeschaltet ist aus Zürich. Das ist Professor Clemens Fuest, Wirtschaftswissenschaftler, Chef des IFO-Instituts und ein Mann, dem man einige Fragen stellen kann. Guten Abend, Herr Fuest. Guten Abend, Frau Maischberger. Herr Fuest, können Sie uns ein Bild geben, wie schlimm ist die Wirtschaftskrise zurzeit in der Türkei? Die ist sehr schlimm. Man sieht das daran, dass die Währung verfällt. Die Inflationsrate, das wurde ja schon erwähnt, ist dramatisch angestiegen. Und die große Schwierigkeit besteht darin, wenn man das Vertrauen der Investoren, das Vertrauen der Konsumenten in das Land, in die Stabilität mal verloren hat, ist es ungeheuer schwierig, das wieder zu stabilisieren. Wir haben im Grunde in der Türkei seit 2 Jahren eine wackelige Wirtschaftsentwicklung und Erdogan hat das Falsche gemacht. Er hat versucht, das im Wesentlichen eigentlich mit dem Drucken von Geld auszugleichen mit der Einschränkung der Unabhängigkeit der Notenbank. Und wenn die Menschen glauben, wenn die Investoren glauben, ja jetzt werden die Probleme, die ja real sind, mit dem Drucken von Geld angegangen, dann sagen sie, nee, dieser Währung vertrauen wir nicht mehr. Das sehen wir gerade. Und wenn man mal so weit ist, dann entsteht natürlich so etwas wie eine Panik unter Investoren. Das heißt, jeder denkt, ich ziehe mein Kapital zuerst ab aus dem Land. Denn wenn ich der Letzte bin, dann verliere ich mein Geld. Die Schwierigkeit, die Erdogan hat, ist, er versucht, ein autoritäres Regime aufzubauen. Er verschreckt das Ausland. Gleichzeitig ist er aber hoch verschuldet beim Ausland. Sein Land hat sehr viel Kapital geliehen aus dem Ausland. Und das passt nicht zusammen. Wenn man viel Auslandsschulden hat, wenn man Investoren bei der Stange halten muss, dann muss man auch ihr Vertrauen haben. Dann kann man nicht ausländische Regierungen und Investoren verschrecken. Das erklärt einen Teil des Verfalls der türkischen Lira, sagen Sie. Präsident Erdogan macht auch die USA dafür verantwortlich. Es gibt auch einen inhaftierten Amerikaner in der Türkei. Und es gibt tatsächlich die Zölle, die jetzt erhoben worden sind. Ist denn der Anteil, den Donald Trump an dieser Krise hat, tatsächlich so hoch, wie der türkische Präsident das sagt? Nein, Erdogan sucht einen Sündenbock. Das war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es hat schon eine Rolle gespielt, aber so ist das bei solchen Krisen. Eine Zeit lang sagen die Investoren, okay, vielleicht geht's noch gut, vielleicht ändert die Regierung ihre Politik. Und dann kommt irgendein Ereignis, eben der berühmte Fass, Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, der dann die Krise auslöst. Und dann entsteht eben die Panik unter den Investoren. Dann denkt sich jeder Mensch, ich muss jetzt zuerst verkaufen, die Krise ist da. Wie komme ich schnell heraus? Deshalb ist es eben so gefährlich, wenn man mit dem Vertrauen spielt, wenn man gleichzeitig so abhängig ist von Ausländern. Das ist ja im Übrigen eine Krise mit Ansage. Seit Jahren haben Ökonomen aus der Türkei, aus dem Ausland, der IWF davor gewarnt, dass die Türkei zu sehr im Ausland verschuldet ist, auch zu sehr in Auslandswährung. Das ist eben besonders gefährlich, weil jetzt, wo die Lira abstürzt, ja die Schulden der türkischen Unternehmen und der Banken eben in dieser Währung zurückgezahlt werden müssen, also in Euro oder Dollar. Aber dafür braucht man jetzt viel, viel mehr Lire. Das heißt, wir müssen mit einer wirklich schlimmen Pleitewelle rechnen in der Türkei. Diese Krise hat begonnen und es wird lange dauern, bis man da herauskommt. Ganz kurz, bleiben Sie noch einen Moment da, aber ich wollte gerne Herrn Arıkan fragen. Ich habe diesen Aufruf gesehen, Herr Erdogan hat seine Bürger aufgefordert, alles, was sie an Dollar haben, wieder in Lira einzutauschen. Mhm. Machen die das? Nein, das machen die natürlich nicht, es sei denn, sie sind Hardliner und sie sind ganz harte Anhänger Erdogans. Ich hatte die Gelegenheit, natürlich in der Türkei mit vielen Menschen auch so ins Gespräch zu kommen, an den Urlaubsorten, an denen ich war. Und es war genau in dem Zeitpunkt, als Trump diesen Tweet losgelassen hat, wo Erdogan dann sagte, Sie haben Ihren Dollar, aber wir haben Gott, der uns zur Seite steht. Und dieser Aufruf kam, die Bürger möchten doch bitte das Geld umtauschen. Ja. Viele haben gesagt, ist eine gute Sache, könnten wir machen, aber Erdogan möchte doch erstmal mit gutem Beispiel vorangehen und erstmal seine Devisen umtauschen und seine Familie hinzuziehen. Und dann, wenn er das tut, dann sind wir auf jeden Fall auch dabei. Also Sie sehen, das ist schon ein zweischneidiges Schwert. Und diese ganzen Dollarnoten, die zerschnitten werden, auf YouTube kann man so ein paar Videos sehen, da zerschlagen auch Menschen ihr iPhone. Nein, das ist Falschgeld. Ja, das ist Fake. Fake. Ja. Fake News. Ja, ich kann Ihnen das, nein, Fake das, ist, Dollar. Das kann ich ganz einfach erklären. Auf türkischen Hochzeiten ist es Usus, dass man den, Kindern irgendwie Geld in die Menge schmeißt. Mhm. Und da ist natürlich toll, wenn man Devisen darunter hat. Es ist vielleicht unter 10 Dollar-Noten vielleicht eine, die echt ist, aber so. Das andere ist alles Fake. Das hilft dem türkischen Staat nicht, Herr Fuest.
Was hilft das eigentlich in der Situation dann im Land selber, wenn der Finanzminister, wenn der Staatspräsident den Bürgern solche Appelle gegenüber sagen? Nein, das ist sogar kontraproduktiv. Das ist ja wirklich eine Bankrotterklärung, wenn man der eigenen Bevölkerung sagt, eine in sich zusammenfallende Währung, die sonst niemand haben will, sollen dann die Bürger selbst kaufen. Die werden dann die Verluste erleiden. Das machen die Leute auch nicht. So unglücklich sind sie nicht. Also ich halte das alles für kontraproduktiv. Man muss ganz andere Maßnahmen ergreifen. Man muss um Vertrauen werben. Aber es bringt nichts, wenn man solche Appelle vorträgt, die offenkundig Verzweiflungstaten sind, aber nicht mehr. Wie gefährlich ist diese Krise? Jetzt für die Türkei, haben Sie es schon gesagt, Unternehmen können eben doch eine ganze Pleitewelle erleiden. Wie gefährlich ist die Krise für Deutschland, die Europäer, für uns? Ja, sie ist auch gefährlich, aber vor allem im politischen Bereich, würde ich sagen. Die Türkei ist ein auch wirtschaftlich wichtiges Land. Die deutschen Exporte zum Beispiel sind 20 Milliarden Euro pro Jahr. Das will man ungern verlieren. Viele Banken aus Deutschland sind in der Türkei engagiert. Noch mehr Banken allerdings aus Spanien und Italien. Aber das eigentliche Problem sehe ich im Politischen. Wenn die Türkei jetzt in einen Kollaps gerät, in einen wirtschaftlichen Kollaps, weiß niemand, wie Erdogan reagiert, ob er vielleicht aggressiv wird nach außen, ob er das Land abschottet. Und wir müssen ja bedenken, wir haben ein Interesse an der Stabilität der Türkei. Da geht es zum einen natürlich auch um die türkische Bevölkerung, aber um die ganze Region. Das ist eine sehr fragile Region, hat enorme geostrategische Bedeutung. Die Türkei ist NATO-Mitglied. Der Westen, auch die USA, haben ein Interesse, dass die Türkei sich stabilisiert und mit dem Westen wieder mehr zusammenarbeitet. Und vielleicht ist die aktuelle Krise sogar eine Chance, das Ganze wieder in diese Richtung zu bewegen, auch wenn es völlig berechtigt ist zu sagen, man arbeitet nicht so gerne mit Erdogan zusammen, weil er eben ein autoritäres Regime aufbaut. Aber wirtschaftlich gesehen besteht doch ein großes Interesse und politisch gesehen ein großes Interesse daran, dass die Türkei hier nicht abschmiert. Denn wenn wir jetzt zuschauen und quasi uns einige sich hier vielleicht freuen über die Schwierigkeiten, die Erdogan hat, dann haben wir das Problem, wir gehen ein großes Risiko ein. Wir wissen nicht, was er wird. Er sich mehr an die Russen wenden? Wird er möglicherweise die NATO verlassen? Das sind Risiken, die sollten wir nicht eingehen. Wir sollten eher versuchen, das Land zu stabilisieren. Sie haben den Ball zurückgespielt in die politische Runde. Herzlichen Dank dafür nach Zürich. Vielen Dank, Herr Professor Fuß, dass Sie heute Abend hier zugeschaltet waren. Vielen Dank. Als Herr Professor Fuß sagte, das ist jetzt die Gelegenheit, wir müssen ihm helfen, hat Herr Brok gesagt, ja, und Herr Wallraff hat gesagt, auf keinen Fall. Frau Nahles hat ja diesen Vorschlag in den Raum gestellt. Sie hat gesagt, es könnte die Situation kommen, da müssen wir vielleicht der Türkei helfen. Was haben Sie dagegen? Völlig unpolitisch, Vorleistungen schon in Aussicht zu stellen, bevor man was erreicht hat und ihm erst mal abgerungen hat, dass er die und die politischen Gefangenen freilässt. Ich meine, das ist nicht, ich schätze Sie sonst, aber das ist wirklich unpolitisch. Ich sehe im Gegenteil, dass jetzt die Chance ist, dass er bei der nächsten Wahl, so wie die Wirtschaft jetzt weiter abschmiert, ist dass bei der nächsten Wahl er nicht mehr gewählt wird. So kommt das noch, nicht, ne? Noch gibt es eine neue Wahl. Noch wird, das sind Kommunalwahlen, ja, glaube ich. China und Russland, da gibt es keine richtige Wahl. Ja, eben, das ist der Unterschied. Und von insofern daher ist das, doch ist noch der nicht so Unterschied. Schlimm. Und von daher ist also ja schlimm würden, genug. Und Sie von daher ist die was Chance. Empfehlen. Ich mache mit Ihnen jetzt eine Wette, dass er innerhalb von 2 bis 4 Jahren nicht mehr regiert. Und dann wird er sich vor Gericht zu verantworten haben. Und wenn er nicht vorher in sein Exil nach Bahrain sich begibt. Ja. Habe ich jetzt gehört, dass Sie sagen, wir sollen lieber mal hier die Hände in den Schoß legen und ihn in die Katastrophe rutschen lassen? Wir sollten nur, jetzt ist die Situation, wo man sehr viel erreichen könnte, wenn man denn will. Wo man politische Gefangene frei bekommt, wo man Zugeständnis für ihn bekommt. Er ist in der Situation, wo er diese Hilfe braucht. Und man gibt so jemandem, der wirklich triumphiert und mit einer Verachtung auch hier. Und sehen Sie mal, die Geister, von Geist kann man nicht sprechen. Sehen Sie mal, der Wirtschaftsminister der Türkei hat folgende Haltungen, das ist von Erdogan abgesegnet. Er sagt, wir werden unsere politischen Gegner, wir haben unsere politischen Gegner in Löcher gesteckt, wo sie nie mehr aller Sonne sehen und nie mehr eine menschliche Stimme hören werden. Und sie werden uns dann um Gnade bitten, sie zu töten, um sie von ihrem Elend zu erlösen. Sehen Sie, das ist eine Haltung, die hier durch Erdogan und seine Leute verbreitet wird. Das hat
so gigantische Entfernungen zur Demokratie. Und wenn wir uns jetzt auf einer Ebene, ja, diesen Möchtegern-Diktator, diesen Despoten, diesen, der Sultanat ist bei ihm im Hintergrund. Es werden Moscheen noch und noch gebaut und keine Schulen. Dann? Es ist ein Regime, wirklich, was inzwischen auch an sich selbst erstickt. Und wenn wir das ohne... Ja, das ist zum keine Teil Milliardenkredite das ist für Erdogan. Richtig, ja. Der Milliardenkredit hat Strauß an die DDR gegeben, mit denen Sie auch gute persönliche Beziehungen haben. Angeblich hat er damit das Fortleben der DDR einfach nur noch verlängert. Ja, oder er hat auf der anderen Weise das stärker in den Griff bekommen, dass die mehr Auslandsabhängigkeit hatten. Also was würden Sie denn tun? Aber die Bundesregierung ist doch dabei. Sie ist doch höchst aktiv, Leute aus den Gefängnissen rauszuholen. Ach, wen denn? Ja, etliche. Etliche. Einmal zuständig. Nein. Ja? Ja, etliche. Das ist ja nicht, man sagt, ich muss rauslassen, dann kommt er raus. Es kommt immer dann 14 Tage oder 8 Wochen später raus. Und dann nimmt man neue Geiseln, um weitere Bedingungen durchzusetzen. Er macht ja weniger heute. Zweitens, er sieht jetzt, dass alle seine Großmachtgelüste, dass seine Hoffnung mit Katar oder mit Russland das hinzubekommen nicht trägt, weil die gar nicht die Märkte haben. Trump ist auch nicht mehr sein Freund. Die Märkte haben, dass er die Investitionen von dort nicht kriegt, dass er mit in Europa wieder klarkommen muss. Und aus diesem Grund, er braucht dringend eine Ausweitung der Zollunion, die Grundlage seines ökonomischen Erfolges ist, dringend. Die wir bisher verweigert haben, das zu verhandeln, wegen der Menschenrechtsverletzung. Hat die Europäische Union bisher verweigert, diese Verhandlungen fortzusetzen. Und jetzt kommt er, weil er diese Lage hat, wie er hat. Der hat große ökonomische Erfolge, hat die Lage falsch eingeschätzt. Habe ich doch gesagt. Hat große Erfolge gehabt. Und dass wir weiterhin sehen müssen, dass er jetzt runtergeht aus Größenwahn, Vernichtung von Glaubwürdigkeit. Dass er meinte, er könnte das jetzt alles allein stemmen gegen die internationalen Märkte und so weiter. Das ist schiefgegangen. Und jetzt kommt er an. Sie glauben, er kommt an. Wir stellen Forderungen, er erfüllt sie. Und dafür kriegt er dann eine Zollunion, Kredite, Kreditabsicherung. Ja, ist das, was Sie das wollen? Du nicht so weit. Also eine Türkei, die auf diese Art und Weise wie sich wieder ein Stückchen bessern würde. Eine Türkei. Bisschen die, besser. Ja, die Türkei wird vielleicht nicht eine Westminster-Demokratie. Es ist doch ein Größenwahnsinniger, ist doch ein völlig hirnflüssiger Typ. Ja, das ist ein Größenwahnsinniger wie Herr Xi und Herr Putin. Das sind alles Größenwahnsinnige. Die haben alle eine Paranoia. Die bedienen alle ihre Familien. Es ist überall dasselbe. Und Sie haben recht, wenn die nicht mehr in der Macht sind, gehen sie ins Gefängnis. Ja. Gilt für alle von denen, weil sie alle korrupt sind. Das muss man sehen und bitte nicht nur Herr Erdogan. Und wenn man das, die Türkei ist ein Land, mit dem wir traditionell gute Beziehungen gehabt haben. Dieses Land hat beispielsweise in der Nazi-Zeit Leute versteckt. Mm. Ernst Reuter, Edzard Reuter, Paul Hindemith, die haben alle in der Türkei überlebt. Mm. Wir sind nicht Feinde mit dem türkischen Volk. Und deswegen müssen wir eine Politik treiben, dass es den Türken nicht so schlecht geht und auf der anderen Seite der Erdogan eine Drehnummer machen kann, dass das dieser Entwicklung zwar des autoritären Regimes zurückgeschraubt wird und ein Stückchen bei den Menschenrechten Verbesserung kommt. Das ist ein Versuch wert. Darf ich die Biografin fragen? Wird das gelingen? Also wenn sich Erdogan so verändert hat, wie Sie es dann auch beschrieben haben, ist er dann in der Lage, mit dieser Politik dann wieder umzuschwenken? Also zunächst noch mal, Herr Wallraff, wenn Sie sagen, keine Gelder, keine Partnerschaft, keine Unterstützung. Was in der Türkei jetzt passiert? Nur zu bestimmten Bedingungen. Nur zu bestimmten Bedingungen. Was in der Türkei jetzt, was die Türkei jetzt, was wir jetzt erleben, ist die größte Wirtschaftskatastrophe seit 2001, 2002. Wir hatten damals in der Türkei eine Welle von Selbstmorden, von Suiziden. Und es ist sehr gut möglich, dass das jetzt wieder einsetzt. Das heißt, diese Zahlen, über die wir reden, da stecken menschliche. Wenn wir die jetzt alleine lassen, was ist das für ein Signal? Das kann es ja nicht sein, dass man nicht in den Dialog tritt oder auch einem sehr schwierigen Partner, ist die Türkei, ist Erdogan ja zweifelsohne, nicht zur Seite steht. Es ist doch ein viel stärkeres Signal, wenn man in solch schwierigen Zeiten dann zur Seite steht, aber natürlich Bedingungen stellt. Die Frage ist, ob es dann hilft. Ein Riesendilemma. Den Menschen, das hilft es wirklich den Menschen?
Menschen, denen man ja helfen möchte, also den Bürgern in der Türkei? Das weiß man nicht. Das ist das Risiko, dass die Bundesregierung eingehen muss. Nicht? Also die Europäische Union. Weil Erdogan jetzt halt nach Deutschland kommt. Also das ist das Risiko halt, dass die Europäische Union, die Bundesregierung etc. halt eingehen muss. Die Hoffnung halt, seht her, wir halten zu euch. Wir sind da auch in schwierigen Zeiten. Aber das und das sind unsere Bedingungen. Gut möglich, dass die Türkei sich nicht daran hält. Weil ich gehe eigentlich davon aus, dass sie ihre Wette verlieren werden. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Wette verlieren werden und dass Herr Erdogan die Kommunalwahlen, wenn er sie nicht gewinnt, dann wird er Maßnahmen ergreifen, dass er die nächste Wahl gewinnt. Und er manipuliert ja auch die Wahlen. Ja. Das findet nicht unter fairen Bedingungen statt. Das wäre ja dann die nächste Frage tatsächlich. Also das würde ich gerne auch Sie fragen. Die Wallraffsche Theorie geht ja davon aus, wenn der jetzt wirtschaftlich so angeschlagen bleibt, also wenn er das nicht in den Griff bekommt, dann stürzt er. Glauben Sie das? Nein, das glaube ich nicht. Auch nicht? Ich kann mir das in keinster Weise vorstellen. Erdogan ist nicht dumm. Erdogan weiß genau, welche Hebel er wie zu ziehen und zu bewegen hat, um das zu bekommen, was er will. Im Moment sieht es sehr, sehr schlecht um ihn aus, ja. Aber das ist kein Grund. Professor Füß ist, glaube ich, auch einer der Befürworter, der sagt, die Türkei muss jetzt mit dem IWF irgendwie in Verhandlungen treten. Erdogan sagt kategorisch, nein, IWF kommt gar nicht in Frage. Ja, weil die Bedingungen nachvollziehbar haben. Aber auch. Banken sagen, die Zentralbank sagt, ja, am 13. September werden wir Maßnahmen treffen. Alle sagen, ja, der Leitzins muss angehoben werden. Erdogan sagt, auf keinen Fall. Da fragt man sich, ist die Zentralbank in dem Sinne jetzt von Erdogan abhängig, ja oder nein? Ja. Aber wir dürfen, nein, ja. Unbelehrbar, ne? Herr Wallraff, wir dürfen, aber ich möchte das aufgreifen, was Bitte. Frau Akyol gesagt hat. Das Problem ist, es hängen so viele Schicksale an dieser ganzen Geschichte dran. Der IWF hilft dem türkischen Mittelstand in keinster Weise. Die Kredite gehen ganz woanders hin. Hilft natürlich für einen kurzen Zeitraum, wenn der Leitzins angehoben wird, aber das hilft den Menschen nicht, weil sie keine Kredite aufnehmen können, weil die einfach zu teuer sind. Und der Mittelstand wird, glaube ich, auch zu einem Suizid gedrängt, wenn das so weitergeht. Herr Bruck, Sie haben am Anfang vom türkischen Macho gesprochen, der sich auf keinen Fall bei der Kanzlerin dafür entschuldigen wird, dass er Nazi-Vergleiche gegen Sie gebracht hat. Können wir denn annehmen, Sie kennen ja Angela Merkel ganz gut, dass sie hinter verschlossenen Türen sagt, lieber Herr Erdogan, alles vergeben, vergessen, Folgendes ist meine Agenda, Sie machen das und dafür öffne ich Ihnen den Weg in die EU? Läuft das so? Also ich glaube, den Weg in die EU... Dann dafür auch den roten Teppich, meinetwegen? Nein, den Fehler haben andere Regierungen vorher gemacht, 2004, 1999. Und ich habe da schon gewarnt vor Erdogans Strategie, die er haben wird, und habe leider recht behalten. Und diejenigen, die heute Erdogan verurteilen, haben mich damals beschimpft, dass ich türkische Politik nicht begreife. Aus der FDP und aus der SPD. Das hat sich alles genau. Also was macht Merkel hinter verschlossenen Türen, sie wenn der rote Teppich einmal abgeschnitten ist? Sie wird deutlich machen, für die Verbesserung beziehungsweise Bedingungen da sind. Das hat Brüssel heute auch gesagt. Der türkische Außenminister hat heute erklärt, wir wollen wieder anfangen zu verhandeln bei der Zollunion und bei der Visafreiheit. Und dann sagt der deutsche Außenminister, dafür lässt du aber ein paar Menschen frei? Auch, aber er kann es nicht entscheiden. Das müssen ja alle 27 Länder entscheiden. Und deswegen sehen, es geht bei der Visafreiheit 3-4 Bedingungen, die die Türkei noch nicht erfüllt hat. Deswegen haben wir gekommen. Deswegen müssen sie die 3-4 Bedingungen fallen, wo die Frage auch beispielsweise jetzt mit Menschenrechten zu tun haben dabei. Das ist für die Türkei ja genau wichtig. Sie wollen die Zollunion ausgeweitet haben. Ja, aber die Bedingungen erfüllen sie nicht. Ja, aber das ist ein Geben und Nehmen. Ja. Das wird genauso stattfinden. Ja, aber da müssen Sie den Schritt gehen. Sie waren vor 2 Jahren nicht bereit, diese Schritte zu gehen. Die müssen Sie jetzt gehen. Sie wollen den Ausbau der Zollunion. Da haben wir gesagt, nur wenn ihr bestimmte politische Veränderungen in eurem Land vornimmt. Und diese Position haben wir nicht verändert. Wir könnten jetzt noch darüber reden, ob dann der Flüchtlingsstrom wieder geöffnet wird. Aber dafür reicht die Zeit leider nicht mehr. Aber für eine unseriöse Wette, wie Herr Wallraff sie vorgeschlagen hat, reicht die Zeit. Ich finde es ja interessant, dass Sie wetten wollen. Also fange ich bei Ihnen an. Bitte. 2023 wird die Türkei 100 Jahre alt. Wird dann Ihrer Meinung nach Erdogan noch Präsident sein? So wie er da im Moment rumvorwerkt, so wie sein Größenwahn sich ja steigert und wie er auch Alleinherrschaft beansprucht, unbelehrbar ist und eigentlich alle vernünftigen Kräfte ja auch zum Teil beiseite drängt, ausschaltet, Verhaftungen willkürlich fortsetzt, so bin ich der festen Überzeugung, dass das innerhalb der nächsten Wahl wird er das, wenn es dann noch eine Wahl geben sollte, wenn er nicht dem vorbeugt, Sie glauben, und von 2023 ist das nicht wird mehr. Er weg sein. Ja. Herr Bruck? Also ich weiß es nicht. Regime können sehr schnell implodieren. Mhm. Das kann übernächste Woche passieren. Haben Sie gerade Regime gesagt? Ja. Na dann.
Okay. Das ist keine Demokratie, okay, die das entwickelt hat. Aber ich weiß nicht, ob er weg ist. Denn er hat inzwischen bei der Umstrukturierung des Staates, was Justiz angeht, was Militär angeht, inzwischen auch eine Machtposition im Staat, dass beispielsweise er es auch ohne Demokratie meint, machen zu können. Da ist die Frage der klassischen Rolle des türkischen Militärs, die früher immer eingegriffen haben in solchen Situationen. Wird man sehen. Und was dann passiert, deswegen wage ich da keine Voraussage. Keine Voraussage für die letzten beiden, bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich würde es aber trotzdem gerne wissen. Würden Sie uns ich halte die Wette und ich sage, er wird mit Sicherheit weiter Präsident bleiben, denn es gibt keine fähige Opposition in der Türkei, die ihm in irgendeiner Weise Paroli bieten kann. Und ich lade Sie sehr gerne zum Essen. Frau Akyol. Geschenkt. Also auch an Erdogan ist endlich, aber ich gehe davon aus, er wird 2023 Präsident der Türkei sein. Und bis dahin wird der Abwärtstrend weitergehen. Wir werden noch viele Hässliches sehen. Dann aber als keine guten Aussichten. Gestandener Diktator, wenn es... Wir sind gespannt, was passiert. Wir schauen uns jetzt erst einmal das an, was der Außenminister mitbringt und was Herr Erdogan beim Staatsbesuch in 3 Wochen macht. Herzlichen Dank erst einmal für den Stand der Dinge am heutigen Abend. Herzlichen Dank meinen Gästen. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Das war's für heute. Hier sind die Kollegen vom Nachtmagazin zur Stelle. Ihnen noch einen schönen Abend.